Verpiss dich, du Hurensohn! Und damit willkommen zu Wie und warum zähme ich einen Mesopithecus? Der kleine Affe möchte passiv gezähmt werden. Also darfst du ihn füttern. Gierig wie er ist, wird er nach Erhalt der Nahrung weglaufen. Bleib stehen! Damit du ihn nicht verlierst, empfiehlt es sich, im Zähmenü eine Markierung zu setzen. Nun kann er dir nicht mehr entkommen und du siehst ihn bei jeder dummen Handlung. Das war mein Affe! Jetzt brauchst du nur noch eine gute Strategie. Ihn mit Kot bewerfen ist keine. Ihn anstachen verängstigt ihn. Und ihm grundlos aufs Maul zu hauen mag zwar amüsant sein, aber bringt dich nicht voran. Das einfachste wäre es, ihm heimlich zu folgen und ihn zu füttern. Nimm hierzu entweder Beeren oder das Basistrockenfutter. Bestehend aus 5 Meobeeren, 10 Amarbeeren, 10 Tindobeeren, einem gegrillten Fleisch und zum Beispiel Dodo-Eier. Damit klappt es schnell. Schon hast du deinen ersten Affen. Glückwunsch! Ihr zwei seid ab sofort die besten Freunde. Versprochen. Ein Affe allein ist jedoch sehr langweilig. Also züchten wir uns eine kleine Armee. Das Männchen lockt das Weibchen mit seinem hocherotischen Tanz. Wenn das Weibchen einwilligt, beginnt die Paarung. Sie legen keine Eier. Fürsorglich und behutsam wird das vollentwickelte kleine Äffchen, zärtlich wie es nur eine Mutter könnte, auf die Welt gebracht. Nun zu den Fähigkeiten. Wenn der Affe auf deinen Schultern sitzt, reagiert er wie ein kleines Geschütz. Wenn du Stress mit Dinos bekommst, wird er seine Überlegenheit nutzen und mit Kacke werfen. Das macht deinen Feind ein gutes Stück langsamer. Dass er die Kotkrümel dafür aus seinem Rücken kratzt, musst du nicht hinterfragen. Ihr seid jetzt ein Spitzenteam. Wenn der Affe sich frei bewegen kann, wird er anfangen, Beeren und Samen zu sammeln und manche davon essen. Außerdem wird sich sein Gewicht auf deinen Schultern halbieren. Gib ihm schwere Sachen zum Tragen und schon ist er dein kleiner Rucksack. So wird aus knapp 400 Kilo Erz nur noch 200 Kilo Gewicht. Du kannst deinem Affen einen Hut aufsetzen. Dank den ganzen Skins hast du eine große Auswahl an freshen Hüten und Deko. Oder peinlichen Hüten, damit er von den anderen gemobbt wird. Du kannst auch all deine Affen frei laufen lassen und dich an den süßen Lauten erfreuen. Oder du machst mit ihnen was Sportliches. Sowas wie Basketball. Oder ein fröhliches Tontaubenschießen. Nun bist auch du ein Experte und weißt, wie und warum du einen Mesopithecus zähmen solltest. Für mehr solcher Videos gibt es hier eine Playlist. Oder lass mir direkt ein Abo da.